Christus. Wir haben heute zwei Texte gehört, die beide sich mit dem Gesetz beschäftigen. Wenn wir von Gesetzen reden, dann denken wir irgendwie gleich an Gesetzesbücher, an Richter, Anwälte und was auch immer. Das ist ja hier nicht gemeint. Wenn die Bibel vom Gesetz spricht, dann spricht es alttestamentlich von den fünf Büchern Mose und den Propheten. Entsprechend haben wir heute aus dem fünften Buch Mose, dem Buch Deuteronomium, gehört, wie Mose an die Gesetze und Rechtsvorschriften erinnert. In einer Rede das Volk erinnert an das, was schon längst gilt. Deuteronomium ist die letzte Rede des Mose, zu lokalisieren wahrscheinlich so im heutigen Jordanien auf dem Berg Nebo mit Blick in das gelobte Land, das Mose selber nicht mehr betreten wird. Er wird vorher sterben. Und er erinnert und schärft seinem Volk noch einmal ein, dass sie nicht vergessen sollen, was sie gesehen, gehört, erlebt haben. Hört und ihr werdet leben. Ihr werdet in das Land, das der Herr, der Gott, eure Väter euch gibt, hineinziehen. Ihr werdet es in Besitz nehmen. Verheißung, weil er es euch versprochen hat. Und was er euch versprochen hat, das hält er, denn er ist ein treuer Gott. Hören auf das Gesetz, hören auf Gott, hören auf seine Lebensweisung. Das Gesetz, das Gott gibt, ist nicht ein Gesetz im Sinne unserer Gesetze, eine Rechtsnorm, die es gilt, genau so einzuhalten. Und wenn wir es eingehalten haben, können wir einen Haken dahinter machen auf unserer To-Do-Liste. Nein, sein Gesetz ist Lebensweisung für den einzelnen Menschen in der Gemeinschaft, so dass Lebenswege von einzelnen Menschen als Gemeinschaft, als Volk Gottes, als pilgerndes Volk Gottes gelingen kann. Es geht also letztlich um gelingendes Leben, um nichts anderes geht es Gott. Sein Gesetz ist Lebensweisung im Sinne auch einer Lebensverheißung. Dort, wo wir hören, dort, wo wir sein Wort achten, dort, wo wir sein Wort ehren und dort, wo wir uns auch in Acht nehmen, und das sind jetzt alles Worte, die ich hier aus dem Text herausnehme, in Acht nehmen davor, dass wir immer wieder auch vergessen könnten. Wir könnten ja diesen Weg auch immer wieder aus dem Blick verlieren und ich glaube, wir tun es auch oft genug. Deswegen erinnert Mose sein Volk an das, was schon hinter ihnen liegt und was ihnen aber in der Zukunft auch verheißen ist. Religion und Glaubensgemeinschaft ist immer auch Erinnerungsgemeinschaft. Wenn wir heute miteinander Gottesdienst feiern und wenn wir das sonntags tun, dann sind wir vor allem auch Erinnerungsgemeinschaft. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Gedenken, erinnern. Und durch das Erinnern und einander gegenseitig erinnern, stärken wir uns in der Lebensweisung. Und letztlich bezieht sich Jesus in dem, was wir dann im Evangelium aus Matthäus 5 und damit aus der Bergpredigt, der Magna Carta des Christentums, der großen Rede Jesu, hören genau auf das, auf dieses Gesetz in Deuteronomium 4 oder in Exodus 20, die 10 Gebote, die Mose stellvertretend am Sinai empfängt für das Volk Gottes. Glaubt nicht, dass jetzt mit mir, Jesus Christus,
etwas völlig Neues und ganz anderes in die Welt kommt und dass das, was davor war, irgendwie nicht mehr wichtig wäre. Nein, ich bin nicht gekommen, um irgendetwas, was war, aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Und Erfüllung ist hier gemeint mit Verwirklichen, in die Tiefe führen, hinein in das Gelingen. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes, jetzt wieder hier bei Gesetz, die Lebensweisung hören, die Gebote hören, dass das Gott eigentlich uns etwas sagen möchte, wie wir zu gelingendem Leben kommen. Daran wird sich nichts ändern. Das ist die Kontinuität, der rote Faden, der durch die Welt und durch jedes menschliche Leben, durch die Schöpfung hindurchgewoben ist. Das ist das Strukturprinzip, nach dem die Welt und alles, was in der Welt ist und was sich als geschaffen vom Schöpfer begreift, funktioniert. Deshalb fühlt euch diesen Geboten verpflichtet. Das ist der Auftrag Jesu. Aber schaut auch immer hin, was der Geist ist, der diesen Geboten zugrunde liegt. Es geht nicht darum, einfach irgendwelche Rechtsnormen zu erfüllen im Sinne von einem Persolvieren, also einfach etwas zu tun, ohne letztlich zu fragen, ob es sinnvoll ist, sondern auch immer zu wissen, in welchem Geist diese Gebote geschenkt sind. Und das versucht der Jesus dann auch in der Bergpredigt wirklich zu radikalisieren, also uns an die Wurzel zu führen, dass es im Letzten immer um die Liebe geht. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Im Blick auf Jesus, im Blick auf den Christus, den Gottessohn, im Blick auf das, was wir jetzt feiern, zu seinem Gedenken, sehen wir, hören wir und sind wir eingeladen zu achten und zu ehren, was uns aufgetragen ist und was uns zu gelingendem Leben bringt. Die Botschaft des Altares ist wahres Leben, lebt in der Hingabe, lebt in der Liebe, die sich verströmt und die sich teilt, weil es die Liebe, der Frieden und die Gerechtigkeit sind, die durch Teilen immer mehr werden. Gegen alle Arithmetik, gegen alle Mathematik, Liebe wird immer größer, wo sie geteilt wird. Das ist gegenläufig zu vielem, was wir materialistisch, kapitalistisch in unserem Leben erleben. Ganz tief in uns drin haben wir häufig diese Angst vor dem Zu-Kurz-Kommen. Wenn wir etwas hergeben, dann wird etwas weniger bei uns. Deswegen tun wir uns vielleicht häufig auch genau damit so schwer. Lassen wir uns einladen an seinen Altar und gehen wir in seine Lebens- und Liebesschule. Er kann uns zeigen und geht uns voran, wie es gelingt, das Leben immer mehr und größer und liebenswerter wird.